So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 1. September und am 17. September ist mein nächster Botox-Termin. Wir hatten jetzt letztes Wochenende Come-Together mit der Firma gehabt und da wurde ich dann von meinen Arbeitskolleginnen gefragt, warum ich denn Botoxen würde und ich hätte es gar nicht nötig. Also kurz zur Erklärung. Das hier ist Zorni, die Zornesfalte. Wie man sehen kann, Zorni hat zwei Augen und eine Nase und sieht gar nicht so glücklich aus. Und gut, hier auf der Stirn sowieso auch diese riesen Wellen, die ja hier in der Mitte schon zusammenkommen. Ich habe versprochen, dass ich dieses Video mache, weil man wird dann die Unterschiede sehen nach ein paar Tagen Botoxen. Und jetzt im Moment, gut, mit der Beleuchtung sieht man das halt auch nicht so gut. Aber wenn ich jetzt 9 Stunden gearbeitet habe, ist die Linie hier halt durchgängig. Sieht dann so eigentlich aus. Und ich habe massive Kopfschmerzen und mir geht es da nicht ganz so gut. Also das macht sich dann wirklich bemerkbar, wenn man die ganze von hier sieht man es auch sehr gut, wenn man die ganze Zeit so angespannt guckt, dann macht sich das bei mir zumindest sehr bemerkbar halt und äußert sich durch Kopfschmerzen, Unwohlsein halt mittlerweile auch und ja, dem geht es ein bisschen entgegenzuwirken. Aber wie gesagt, da werde ich dann ein Update machen in 16 Tagen, wenn es dann soweit gewesen ist. So, und jetzt hier schon mal ein kleines Update-Video. So sieht Zorni die Zornesfalte aus, nachdem ich 4 Stunden gearbeitet habe, intensiv. Wie man sehen kann, so ist mein Gesicht jetzt entspannt. Also ich spanne nichts an und man sieht hier eindeutig die Falte und hier, das war ich den ganzen Tag hier sitze und so gucke. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt von Zorni der Zornesfalte reden, sehen wir, die hat sich da schon wieder sehr, sehr, sehr eingebrannt. Also das ist nicht ganz so schön. Und das werden wir behandeln lassen, dann am 17. September. Also seid gespannt. So, ihr Lieben. Nur noch wenige Tage, dann sind wir beim Botoxen. Und wie man sieht jetzt auch hier, also ich bin jetzt mit dem Sport fertig und Zorni, die Zornesfalte, ist doch schon recht eingeprägt, auch wenn ich jetzt mein Gesicht nicht anspanne. Und meine Stirnfalten sind auch wieder massiv. Und die wollen wir dann loskriegen. Ach, ich denke, ich werde dann mein nächstes Video machen, wenn wir da gewesen sind. Und dann so mal eine Woche den schleichenden Fortschritt zeigen. Also bis dann. Ciao. So, ihr Lieben, ich war dann vorhin beim Botoxen gewesen mit meiner Partnerin zusammen. Wir haben hier einmal die Zornesfalte, einmal die Stirn und einmal die Cremefüße gemacht. Da es noch nicht ganz so lange her ist, sieht man noch nicht wirklich Erfolge. Das sollte sich aber in den nächsten Tagen wesentlich bessern. Und ja, ich würde so in 2, 3 Tagen nochmal ein Update machen und mal gucken, wie die Erfolge so bis dahin sind. Ja, in diesem Sinne, bis dann. Ciao. So, kurzes Update. Nicht erschrecken, ich habe hier wieder mal einen Pickel auf der Nase. Es ist jetzt fast 24 Stunden her, dass wir gespritzt haben und wie man sehen kann, die Linie ist schon ein bisschen besser geworden und wenn ich mich also wirklich anstrenge, dann ist es immer noch durchgängig. Das müsste aber in den nächsten Tagen dann auch besser werden. Aber das seht ihr dann. Aber wie ihr seht, so ein kleiner Erfolg ist schon feststellbar. Ich muss mich halt wirklich anstrengen, dass da die Zornesfalte wiederkommt. Und das nächste Update folgt dann bald. Bis dann. Tschüss. So, hallo zusammen. Heute ist der dritte Tag nach dem Botoxen und auch nochmal ein kurzes Update. Ich muss mal gucken, ob ich schaffe, irgendwie so ein Bild im Bildvergleich zu machen, weil wir gucken uns jetzt erstmal die Stirn an, wie man sehen kann. Und es liegt jetzt nicht nur am Licht, weil ich kann auch so ein bisschen näher rangehen. Also die Stirnfalten sind weniger geworden, sie zeichnen sich noch ein bisschen ab. Aber wenn ich die Augenbrauen hochziehe und man sieht, das funktioniert ja sehr gut noch, dann fehlen die kompletten Mittelwellen.
wenn ich jetzt so gucke, achso, hier ist ein Pickel, bitte ignorieren. Wenn man jetzt so guckt, mit meiner Zornesfalte, Zorni ist relativ lahmgelegt. Also man sieht es jetzt schon noch, und ich meine, es ist erst 3 Tage her, man sieht schon noch hier die Mittelfalte, aber Zornis Augen sind im Winterschlaf. Und ich denke mal, hier die Linie wird dann in den nächsten Tagen auch beginnen. Was wir noch gemacht hatten, was ich gar nicht erwähnt hatte, glaube ich, waren, wir haben die Krähenfüße mal angespritzt oder weggespritzt oder auch im Winterschlaf geschickt, weil wenn ich lächle, ja, dann sieht man das schon. Also ich habe hier die Falten, die ziehen sich komplett runter, und normalerweise fangen die auch hier hinten schon an und gehen fast über die komplette Wange. Und wenn ich jetzt lächle, ich bitte die Augenringe zu entschuldigen, dann sieht man zwar auch noch die Falten, aber es ist nicht mehr ganz so extrem und es zieht sich halt nicht hier an den Seitenrändern bis fast hinter den Kopf. Also wie gesagt, das ist jetzt das Ergebnis nach 3 Tagen und ich bin relativ zufrieden. Und das nächste Update, denke ich mal, mache ich so zum Ende der Woche hin. Und dann werde ich das Ganze wohl auch bearbeiten und hochladen. In diesem Sinne, heute ist Montag, der 20. September. Guten Start in die neue Woche, schönen Tag, angenehme Woche und dann bis dann. Tschüss! So. Ich bin gerade fertig mit Training. Sorry, dass ich mich jetzt nicht super hübsch und frisch gemacht habe. Aber das ist jetzt das letzte Update-Video für das Botox-Video, für die Botox-Video-Reihe. Und ich wollte nur mal zeigen, so sieht das jetzt hier rund um meine Zornesfalte aus. Also sie ist nicht mehr vorhanden. Und wenn ich mein Gesicht anspanne, sieht man, also da kommt nichts. Gleich ist, wenn ich die Augenbrauen hochziehe, wie man sieht, ich habe Beweglichkeit im Gesicht. Die Sache ist halt nur, es geht halt nicht mehr hier, also ich habe hier keine Mittelstreifen mehr. Und was die Lachfalten angeht, normalerweise gehen die bei mir bis hier fast hinter die Ohren. Und ja, ich habe hier noch, weil normalerweise finde ich auch gar nicht schlimm. Und aber wie man sieht, also normalerweise gehen die Lachfalten hier bis hinter das Ohr und davon bin ich jetzt erstmal befreit. Ich habe ansonsten halt, oder ich habe ja noch komplett Mimik und Gestik im Gesicht. Das ist halt nur, dass man halt die Falten dann schön sieht. Sind jetzt im Winterschlaf und mal gucken. Vielleicht mache ich dann eine Videoreihe als nächstes, wenn es wieder anfängt, wenn die Wirkung nachlässt, dass man dann auch nochmal einen Vergleich machen kann. Und ansonsten soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bei sonstigen Fragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung. Bis dann. Ciao, ciao.